Hier haben wir für euch mal von Ozone das völlig neue Foil Apex V1 LA getestet. Nebst dem ebenfalls neuen Apex Kite Foil Board. Das Board wiegt hier 3,15 Kilogramm bei einer Länge von 1,25 Meter und 44 cm in der Breite. Der Shape ist sehr gerade und gestreckt und ist in einer klassischen Sandwich-Bauweise wie ein bidirektionales Board gebaut, allerdings halt mit einer deutlich höheren Dicke, sodass auf der Unterseite hier deutlich erkennbare und wirklich auch funktionelle Bevels ins Unterwasserschiff geshaped werden konnten. Von den Ausstattungsmerkmalen haben wir ein durchgehendes EVA-Deck, wir haben eine Polyurethan-geschützte Kante und eine 3-Schlaufen-Fußschlaufenanordnung, die mit M6-Schrauben befestigt wird. Und natürlich nicht zu vergessen ein wirklich gut gelöstes Track-System, wodurch hier auch die Trimmung des Mastes über einen großen Bereich ermöglicht wird. Der einteilig gefertigte Mast mit seiner Mastbase ist hier geschlitzt, sodass eine extrem schnelle Montage möglich ist. Kommen wir auch hier zu dem wirklich komplett sehr leichten Gewicht dieses Vollcarbon-Konstruktes. Mast, Fuselage, Front und Rearwing sind aus Kohlefaser gefertigt und wiegen hier zusammen 3,25 Kilo. Das ist insgesamt auch im Vergleich ein sehr leichtes Gewicht. Der Frontwing hat bei einer Spannweite von 66 cm eine Fläche von 1200 Quadratzentimetern. Vom Shape ist das halt eine mittlere Profildicke, auch mit einer deutlichen Feilung, allerdings halt nicht mit der langen Profiltiefe in der Mitte des Flügels. Dazu sind hier alle Bauteile, was den Mast, die Fuselage, Front- und Rearwing angeht, mit einer speziellen Beschichtung versehen, die den Widerstand im Wasser um ca. 15% reduzieren sollen, also verglichen mit einem angeschliffenen Flügel. Die gesamte Montage ist leicht, weil das Ganze hier absolut passgenau gefertigt ist. Bei den M6-Schrauben setzt man hier auf Titan mit einem Torque-Antrieb. Der Rearwing hat eine Breite von 44 cm bei einer Fläche von 315 Quadratzentimeter und besitzt leichte Winglets. Es werden insgesamt 3 verschiedene Shims dazu geliefert. Die Grundeinstellung ohne Shim ist auf maximale Stabilisierung ausgelegt und je nach Stärke des Shims kann hier die Leistung, sprich Geschwindigkeit und der Widerstand reduziert und die Geschwindigkeit erhöht werden. Die Stabilisierung nimmt dann aber zusehends auch ab. Die Mastlänge betrug in unserem Test hier 90 cm. Schon bei den ersten Starts wird hier sofort klar, das Ganze gehört vom Aufsteigen definitiv zu den von uns sogenannten Next Generation Foils. Wir haben einen wirklich sehr früh aufsteigenden Flügel, der sehr sanft und sehr kontrolliert, ohne Nervosität in der Pitchachse einen auf den Flügel bringt und somit auch vollständig einsteigertauglich ist. Zum Trim, das Board lässt sich hier optimal einstellen. Wir haben eine mittlere Position des Mastes, eine etwas weiter nach hinten positionierte Fußschlaufe, sodass man hier das Starten strapless wie auch in Innenschlaufen oder auch kurz davor hier mühelos ausbalanciert zu vollziehen ist. Auch so wie es der Hersteller richtig empfiehlt, ist der minus 0,5 Shim hier der beste für allgemeine Allround-Eigenschaften. Bei der Achsenstabilität kommt sofort Freude auf. Hier zaubert es definitiv jedem Kitefoiler sofort ein Lächeln ins Gesicht. Das ist hier definitiv optimal auskonstruiert. Nicht nur die stabile Pitchachse mit einem sehr schönen Feedback, sondern auch Yaw und Rolle sind absolut harmonisch aufeinander abgestimmt und ermöglichen optimale Bewegungsfreiheit bei maximaler Kontrolle.
Wir haben ein gutes und flüssiges, vollständig ohne Unterbrechung auskommendes Beschleunigungsverhalten. Und auch auf dem Ambient-Kurs zeigt sich hier eine gute Leistung. Das Ganze wird unterstützt durch den Board-Shape, der eher durch die gerade Outline und die nicht zu große Bordbreite eher ein bisschen raciger orientiert ist. Aber die 44er Breite reicht auch für den Around-Betrieb, aber auch für starke Neigungswinkel auf Ambient-Kurs oder in Manövern, die mit höherer Geschwindigkeit und stärkerem Neigungswinkel gefahren werden. Ebenfalls positiv erwähnenswert ist auch der Geschwindigkeitsbereich. Man erreicht hier doch recht mühelos Bereiche von 40 km/h. Klar, ist immer alles immer ein bisschen an Abhängigkeit vom Kite, den man verwendet. Da sehen wir doch häufiger mehr Zusammenhang mit schnellen Kites, erhöht sich dann die Geschwindigkeit doch auch. Aber auch in langsamer Geschwindigkeit beim Durchfahren, selbst wenn wir an die Grenze kommen, die liegt etwas über 10 km/h, da fängt der Flügel dann sanft an abzusinken. Aber das Ganze lässt sich halt aufgrund einer wirklich sehr schönen Scoop-Rocker-Linie und einer ausreichend langen Geraden vom Surface, vom Brett, mühelos kontrollieren. Und man kann halt einfach sanft wieder durchgleiten oder einfach sanft wieder aufsteigen. Auch beim Springen setzt sich diese wirklich schöne Kontrolle nahtlos fort. Alles, was es braucht, um in allen Windbereichen gute Sprungergebnisse zu erzielen, ist dem Apex V1 LA hier gegeben. Wir haben eine gute Geschwindigkeit, sodass man auch bei wenig Wind schon mühelos abheben kann. Der Flügel löst sich leicht, er lässt sich einfach landen. Das liegt an der wirklich sofort anliegenden Strömung, sobald er wieder ins Wasser eingetaucht ist. Hier braucht es definitiv keinerlei Gewöhnung. Das geht schon in den ersten Minuten ganz flüssig von der Hand sozusagen. Thibaut dos Santos heißt der Designer dieses Kitefoil-Setups, was hier wirklich mehr als gelungen von seiner Abstimmung daherkommt. Die Anforderung oder sprich die Selbstaussage des Marketings, hier ein Around-Flügel oder ein Around-Konzept zu präsentieren, was in allen Bereichen gut funktioniert, ist definitiv zu 100% gelungen und setzt sich auch in den Fahrleistungen und in der Gesamtabstimmung hier mit an die Spitze. Also selbst die besten Flügel in diesem Bereich werden von dem Ozone Apex Setup definitiv auf die gleiche Art und Weise glücklich gemacht. Ein besonderer Effekt ist natürlich auch diese Beschichtung des Flügels und des Mastes und der Fuselage. Alles aus Kohlefaser gefertigt, ist hochwertig. Das gibt scheinbar einen wirklich guten Effekt, dass man halt hier etwas widerstandsfreier unterwegs ist. Und wir haben beim Preis trotzdem, also hier liegt der Verkaufspreis für den Flügel bei 1650 Euro und das Board liegt so bei knapp 900. Eine preisliche Gestaltung, die immer noch im attraktiven Bereich dementsprechend liegt, gerade angesichts auch eines sehr leichten Gewichtes. Also wenn man es zusammen in die Hand nimmt, denkt man auch, ja, da gibt es wenig am Markt, was so ein geringes Gewicht aufweist und dann auch noch makellos verarbeitet ist. Hier können wir wirklich nur unser Kompliment aussprechen für ein vollständig auskonstruiertes Sportgerät, ohne Nicklichkeiten, ohne kleinste Fehler, mit einem großen Einsatzbereich und definitiv viel Spaß für den Nutzer.